Muttertag und Geburtstagssause. Im Hause Klum ist wieder so einiges los. Neben Vierfachmama Heidi lässt sich auch eine bisher unbekannte Dame feiern. Die Mutter von Tom und Bill Kaulitz. Aber auf Anfang. Wie es sich für den Muttertag gehört, wird Heidi von ihren Kids mit einem gebührenden Frühstück ans Bett überrascht. Ein leckerer Morgengruß für die Modelmama und spannende Einblicke für uns. Die Kinder der 46-Jährigen sind so deutlich zu erkennen wie selten zuvor. Alle, bis auf eine, wie die Fans direkt erkennen. Wo ist Leni? Tönt es von Seiten ihrer aufmerksamen Followergemeinde. Doch wer jetzt denkt, Heidis ältester Sprössling sei nicht mit von der Überraschungspartie, sollte noch einmal genauer hinsehen. Zwischen Hund und Frühstückstablett liegt nämlich auch Tochter Leni gut versteckt im heimischen Ehebett. Zugegeben, wir haben die 16-Jährige auch erst beim zweiten Mal hinsehen entdeckt. Weniger private Einblicke von ihren Kindern gibt es im Tagesverlauf. Dafür bekommen wir eine Dame zu sehen, die wir sonst nur selten zu Gesicht bekommen. Kaulitz Mutter Simone Charlotte feiert nämlich nicht nur den Muttertag, sondern auch ihren eigenen Geburtstag. Mit eindrucksvoller Geburtstagstorte, gebührendem Ständchen und einem Bussi auf die Backe lässt sich die Zwillingsmutter ordentlich hochleben. Bilder, die uns sonst eigentlich verwehrt bleiben. Zu diesem besonderen Anlass hat sich auch Heidi einen passenden Look einfallen lassen. Vom Pyjama am Morgen wechselt sie zu einem weißen Sommerkleidchen und steckt sich ein paar bunte Blumen ins Haar. Passend zu ihrem Bohemian-Look verzichtet sie auch auf ihr Schuhwerk und bleibt einfach barfuß. Na, dann steht einer ausgelassenen Geburtstagssause ja nichts mehr im Wege.